So, moin moin und willkommen zurück. Selbe Stelle, neue Welle. Tribulus Let's Play. Eine neue Runde Space Astronomy. Und bei mir mit dabei der Thrilldigger 2. Einen wunderschönen guten Hallo. Der Lord Levane. Hallöchen. Und der Tagun. Moin, Leute. Und mittlerweile braucht man ja für die Einleitung länger als für den ganzen anderen Rest. Das ist ja der Wahnsinn. So. Was muck wie heute? Heute muck wie mal ganz was anderes. Heute muck wie mal nix, was das Questbook zu sagen hat. War das genug Plattdeutsch für heute? Ich glaube ja. So, ja. Wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen was von der Eisengedönse. Und da irgendwie wir jetzt das Haus umgebaut haben und es nachtens war und ein Enderman dann auch sich da oben auf dem Dach verewigt hat, bin ich halt nicht dazu gekommen, das Eisen schon mal wegzunehmen. Leider fehlt in diesem Modpack ein Mod, und zwar Tinker's Tweaks müsste das, glaube ich, sein. Dadurch können wir halt kein Osmium in der Smeltery backen. Leider. Schade. Eigentlich. Oder? Ja. Ein bisschen. Ja. Gut. Ja, doch. Ja, können wir halt nicht machen. Wir können da halt keine Sachen machen. Also habe ich mir gedacht so, okay. Würde ich mal einfach sagen. Gehen wir mal so ein bisschen auf die Mechanismenschiene. Ich probiere jetzt ohne Scheiß einfach an diese Maschine hier, also an diesen Coal Generator, versuche ich jetzt einfach was von Mechanismen anzuklemmen. Einfach mal in der Hoffnung, dass das funktioniert. Haben wir noch ganz irgendwo... Kurz, hast du noch zwei Eisen für mich? Ne, drei Eisen. Nee, musst du ja so Dings abgießen, weil ich glaube, ich habe schon zu wenig. 4, 8. Nee, reicht bei mir gerade so. Okay. So, ich habe schon mal ein bisschen Osmium. Hier haben wir schon mal Redstone. Und ich habe schon mal ein bisschen Osmium durchgejaucht. 8 Stück. Denn wir brauchen jetzt, um weiterzukommen, brauchen wir ein bisschen Stahl. Stahl stellen wir uns natürlich. Ach, mit einem Furnace. Ach so, okay. Habe ich dabei. Habe ich dran gedacht. Ist ein Gude. Gude. Ja, ne, ist ja gut. So, wir brauchen dafür nämlich den Metallurgic Infuser. Ich hab zu wenig, bin ich doof. Oh, ich brauch doch 4. Das war doch, beim ersten Mal entsteht was anderes und beim zweiten Mal wieder was anderes. Könntet ihr mir folgen? Ich glaube nicht, ne? Nee, natürlich nicht. Es ist gerade ein bisschen schwierig, aber... Schön, dass wir darüber gesprochen haben. Genau. Ja. Ja, beim ersten Mal entsteht was anderes und beim zweiten Mal dann erst das Richtige. Okay. Ich hab keine Ahnung, Enriched Iron entsteht beim ersten Mal und beim zweiten Mal erst der Stahl. Ich habe mal das Dach ausgeleuchtet, ne? So, ja, jetzt haben wir natürlich blöderweise kein Eisen aktuell vorhanden. Wir gucken erstmal, ob Maschine lädt sich. Hey, das ist kompatibel zueinander. Was sagt man denn dazu? Hallo. Eisen, ja. Habe ich. Brauchst du? Sagen, ja, ich brauche aber Eisenbarren. Ach so, ja, dann musst du selber noch gießen. Liegen da ein paar vor dir. Bringen. Jetzt hast du die im Inventar. 15. Von links nach rechts würde ich sagen, ne? Auto-Eject on und dann 15 Stück. Einfach mal Rinder. Aber ich glaube, die Kohle reicht nicht. Dann würde ich sagen, hauen wir jeweils nochmal 8 Stück nach und dann sollte das schon reichen. Wir können ja auch noch hier dieses Compressed Carbon später machen. Carbon! Oh, der Heating Generator, der scheint aber nicht gerade gut unterwegs zu sein. Der ist ja schon leer. Ja, hast auch die Kohle rausgenommen, ne? Ja, richtig. Weil ich das Empfinden hatte, dass der halt immer... weiter zieht und zieht und zieht und die Energie verbraucht. Macht er auch. Da meine ich doch. Der kühlt sich auch ab. Ist in Ordnung, kann er ja jetzt auch machen. So, ja. Enriched Alloy. Kannst du mal gucken? Enriched Alloy und was kriegen wir raus? Ich glaube Pulver, ne? Ja. Müssen wir nochmal brennen dann. So, ich habe den nochmal 8 reingeworfen. Wem? Ja, dir. In den Metallurgic Infuser 8 Eisen. Achso. Aber wenn wir überhaupt so weit kommen. So, jetzt wird es natürlich hier wieder ein bisschen lauter, weil wir Mechanismen dabei haben. Wir schauen derweil in das Questing Book. Und zwar sehen wir hier Going Mining Kram. Erze. So, zack, 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 zack. Und. Ja. Quest complete. Wir haben endlich mal ein bisschen was an Erzen am Start.
Das ist doch schon mal was. So, Tinker's Construct, das scheint sich dabei um einen Bug zu handeln. Zur nächsten Aufnahmesession nächste Woche werden wir das vielleicht gefixt haben, weil bis dahin werden wir dann auf die aktuelle Version wahrscheinlich gehen und ja, müssen wir mal gucken. Müssen wir gucken, wo die Reise hingeht. Jo. So, getting oxygen, nein, upgrading your basic solar power. Wir brauchen ein basic solar panel. Können wir das einfach so herstellen? Das ist jetzt die Frage. Basic solar. Solar. Wir brauchen Compressed Steel. Und da sind wir wir könnten noch eine Quest abschließen. Was denn? Die mit den neuen Diamanten. Ja, warte mal, lass mich das hier mal reinhauen. Ja, wo hast du denn? Wo denn? Die habe ich gerade in der Tasche. Ja, dann abschließen. Wo sind das? Wo sind das? Getting started. Diamantscans. Pick one reward. Ich nehme Reward back. Ich bin mutig. Ich nehme Diamanten. Mutig oder dämlich? Ich nehme auch mal das Reward back. Ja, cool. Ich habe schon wieder. Ne, hier steht Plain Reward. Ich habe Can of Food. Marvel. Ja, du hast ja richtig den Joker denn, oder was? Allee. Einmal so ein Claim, ne? Einmal so eine Tasche aufgemacht und schon ist das Inventar dicht gemüllter als sonst. Und ich sehe gerade, aus einer der letzten Quests haben wir als Belohnung Compressed Steel rausbekommen. Ja, Basic super. Ich hab schon wieder Memory Card und ME-Glas Fieber Kabel. Hier, aus der Quest oder aus den Quests Maschine und Equipment. Da habt ihr zufälligerweise Compressed Steel und Compressed Iron rausbekommen. Das, ja, Compressed, das ist bei dir in der Kiste. Steel, das hab ich dir in die Iron-Box da gepackt. Dass ihr das alles immer so schön verteilen müsst. Herrlich. Ich hatte gefragt. Mal anfangen, Lager zu bauen, ne? Ich hatte gefragt, ob du irgendwo die Kiste für Galacticraft hast. Ich muss hier erstmal versuchen, alles Mögliche irgendwo reinzustopfen. Okay, ich versuche. Ach, guck mal, hier haben wir auch das Rezept für den Basic Waver. Hatte nicht noch irgendjemand ME Converted Cables gekriegt? Wo hast du die hingeworfen? Guck mal hier. Nee, da. Da. An der Tür die Kiste. Ah, ja. Ja, so, gut. Sollen wir mal lieber nicht jetzt anschmeißen. Okay, ich guck mal weiter. Also, wir brauchen einen Steel Pole. Einen Steel Pole. Hat jemand für euch noch ein bisschen Wolle? So 16 Stück und eine Enderperle? Ne. Wie stellen wir denn das Zeugs her? Glas und Blue Solar Wafer. Ach du Scheiße. Haben wir Lapis Lazuli? Ja. Haben wir eine Kiste bauen. Ja, ja, haben wir. Warum habe ich die Tasche? Hab ich auch gefarmt. Voll? Ja, ich weiß nicht. Hier ist auch wirklich alles voll. Ist ja unmöglich. Ich sitze hier und schüttel nur mit dem Kopf. Mhm. Ich schmeiß das alles nur noch aus dem Inventar. Ich bin mal bockig. So, ich stelle hier mal eine Kiste hin. Ich weiß ja sonst nicht, wohin. Ich hab keine Ahnung. Ja, Diamanten. Ich brauch Diamanten. Ich werde es mal anfangen. Ja, ich hab 14. Also hier sind Kabel drin von Applied, ne? Jo. Hier liegen 14 Dias. Jetzt sind Klaus hier. Dankeschön. Bitteschön. So, jetzt müssen wir uns das Rezept nochmal angucken. Konfuzier alles. Komm nur ein bisschen. Silikon brauche ich auch noch. So, Silikon mag das schon. Da haben wir Silikon. So, wollen wir mal gucken, wie das jetzt funktioniert. So, was sollte ich nochmal nehmen? Nein. Compressed Steel oder Iron? Beides. Kriegst du beides. Achso, ja. Also da sollte Lapis Lazuli rein. In den Slot soll Redstone rein. Hier kommt ein Diamant rein. Und dann haben wir das Raw Silicon hier. Und dann arbeitet er los. Verbraucht er jetzt alles? Also da bin ich jetzt mal gespannt, ob er von jedem einen verbraucht, weil ich kenne diese Maschine überhaupt nicht. Nibelo, gib mir mal mein Werkzeug wieder. Ich hab kein Werkzeug. Ne, mein Werkzeug. Ja, ich hab... 9 den Chisel. Stück. Den Chisel. Ach so, da. Ne, das war Marcel. Oha, 9 Stück stellt er gleich her. Das ist in Ordnung, da können wir mit leben, glaube ich. Wie brauchen wir denn? 3 ergibt... Oh mein Gott. Wollen wir fix schlafen gehen? Nö. Ja, das ist ein prima Plan. Also wie war das jetzt so? Jetzt habe ich natürlich kein Glas. Ich kann nicht schlafen gehen. Jetzt. Warum nicht? Weiß ich nicht. Habe die ganze Zeit auf dem Bett vorbeigeklickt. Und das gekonnt, so. Ne? Glas. Ich brauche Glas. Wir haben kein Glas, richtig?
Doch. Hier. So, ihr habt aus einer anderen Quest, habt ihr Aluminium-Wire bekommen. Brauche ich. Alles bei dir in der Chest. Nein. Ich habe alles in die Iron Chest gepackt. Da liegt's falsch. Ich hab's einfach alles in irgendeine Chest gepackt. So, Aluminium-Wire. Wir brauchen jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Stück brauche ich. 2, 4. Auf jeden Fall hast du das nicht in die Chest gepackt. Auch in deiner Holzchest. Ist ja aber nichts drin. Ja, dann hast du schon verbraucht. Also meine habe ich dir gerade zugeworfen. Meine 5. Und 6 Stück. So, was brauchen wir da noch? Dann geht's weiter. Hier mit dem Dingen. Bob. Achso, kann ich gleich herstellen? Sehr gut. So, den dahin. Kann ich auch. Nee, kann ich nicht. Okay, den dahin. Ach, dass ich mir das nicht merken kann. Also, dann einmal das. Haben wir jetzt noch Aluminium, Pipe, Wire, Zeugs, Gedöns, irgendwo 2 Stück? Hallo? Ich hab keine mehr. Nee, ich auch nicht. Ich hab gerade nochmal in meiner Rumpelkiste geguckt. Haben wir denn noch Wolle? Nö. Auch gut. Sehr gut vorbereitet. Ja, ich habe eine Schere, ich gehe mal scharf zu. Ja, ich mach das lieber selber, weil ich brauche das sofort. So, dann würde ich sagen, hier haben wir schon mal ein Schaf. Also ich brauche 6-mal Wolle. Und das Skelett, das da auf mich schießt. Ihr könntet schon mal bitte Aluminium irgendwie einschmelzen. In einer Tinkers? Ist mir egal. Wenn's geht? Ich glaube nicht, ne? Aluminium gehört zu dem Mod Tinkers Construct. Achso, okay, gut, ja. Du musst nur auf. 22. Du musst nur auf. Du müsst nur aufpassen, dass da kein Eisen mehr drin ist, ne? Weil ansonsten ist das ganze Zeugs verloren. Oh, ich guck mal rein, was haben wir da noch? Molten Aluminium und Blatt. Da ist nichts sonst weiter drin. Vier Inges sind noch drin. Wie Inges brauchst du? 3. Ja, das ist Aluminium Brass. Das brauche ich nicht. Ja. Das kannst du drin lassen im Prinzip. Weil diese Wires, die brauche ich. Ja. Aluminium schwimmst durch. Gut, dann kann ich hier mal eben, glaube ich, auf das Aluminium warten. Das Blut sollte da eigentlich auch mal raus weg verschwinden. Ich hoffe, das ist auch richtig, was ich hier jetzt mache. Aluminium-Ingot, ja, das ist richtig. Also wir brauchen auf jeden Fall viel Wolle künftig und viel Aluminium. Wenn wir damit weitermachen wollen. Mit ja, dann sollten wir so langsam mal die Alubüsche anpflanzen. Feel free. Also Räume habe ich dir schon ein bisschen gebastelt, ne? Da geht noch was. Ja, immer auf mich. Ja, klar. Vielleicht sollten die DDs einfach nur mal ein paar CDs zünden. Nee, das ist Quatsch. So, und dreimal das Ganze. Dann können wir jetzt wohl oder übel, hoffe ich, das Zeugs fertig machen. Overlap. So, oben ist ein kleines Lager. Und dann. Hallo. Was hast du? Oben ist jetzt ein kleines Lager. Das sind irgendwie. Das ist schlecht. Doppelkisten. Warum? Weil ich gleich eine Solaranlage aufbauen wollte. Ja, kannst dir dann die andere Hälfte nehmen. Ich habe jetzt bloß auf der einen Hälfte. Du weißt nicht, wie groß das Ding wird. So, eine Battery oder ein Reward-Bag? Lass mich mal gucken, wie die Battery hergestellt wird. Battery, Galactic Core, Compressed Tin, Redstone, Kohle, ich bin mal so, beides. Oh, das ist gut. Ich glaube, das kann ich jetzt eh nicht aufmachen, weil ich gar nicht genug Platz habe. Ey, geil! Ich habe alle, glaube ich, warte mal, Calculation Press, Logic Press, Silicon Press, Engineering Press. Wir brauchen eigentlich, wir können mit Applied Energetics anfangen. Ja, super. Ist super. Der Wahnsinn. So, also nehme ich auch mal den Bag. Braucht da kannst beides nehmen. Auch irgendwo Platz. Ja, es gibt ja beides halt.
Ach ja, ja, stimmt. Ich glaube, ich brauche jetzt ein bisschen Platz oder so. Stellen wir doch mal einfach die alte Solaranlage hier hin. Und ist das geil? Richtig geil. Cool. Super geil. So, das Ding füllt sich jetzt. In aller Ruhe. In all seiner Ruhe. Die Folge hat es hinter sich. Ich werde das Ganze aber nochmal abreißen, weil das muss halt so ein bisschen... So, warte mal, geht das hier? Nein, hier nicht. Hier? Nee, hier auch nicht. Aber hier. Hier könnten wir die theoretisch hinstellen. Theoretisch. Und zwar so. Ich finde das geil, wie das Ding so ausfährt. Und dann mit Aluminium-Wire. So. 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 Das ist irgendwie... Gefällt mir nicht. So. Stellen wir es so hin. Der Abgang sollte jetzt eigentlich der richtige sein. Ja. Oh, dann brauchen wir wieder Wire, Wire, Wire. Oh, Wire. Ja, weil ich habe nicht genug. Und alle. Tidim. Hm. Passt wieder nicht. Na gut, die Folge hat es aber hinter sich. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, bleibt uns gewogen, bleibt uns treu. Haut da rein. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.